Warum ich komme aus dir? Warum ich hänge an dir? Herzlichkeit! Ja, mal eben den kleinen Grönemeyer rausgelassen. Meine Damen und Herren, ich schreie ins Mikrofon vor Begeisterung. Es tut mir ein bisschen leid, dass das so ein bisschen ausgeartet ist gerade. Wir schneiden mal schnell ins Teammanagement. Oh, Lute. Sukuta Pasu. Guter Mann, guter Mann. Hier mit dem Traditionsverein VfL Bochum im Heimspiel gegen Fortuna Düsseldorf präsentiert Ihnen Air Berlin wie jedes Mal live die Sonntagsprognose. Oh, guck mal hier, der ist beweglich. Genau. Und, ja, ich spiele einfach so. Ja, und wir spielen in Bochum. Was? Echt? Spielen wir in Bochum? Wir spielen in Bochum. Ich komme ohne dir. Ja, easy. Einen kleinen Grönemeyer rausgelassen. Und das wird die letzte Prognose in FIFA 14 sein. Danach geht es hier bei uns mit FIFA 15 weiter. FIFA 15 ist nämlich heute erschienen. On the run. Am 25. kam auch heute an. Wahrscheinlich nehmen wir noch direkt was auf, je nachdem, wie das Spiel funktioniert. Vor dem Spiel was auf, weil im Spiel, ich bin ja in Bochum, nee, habe ich schon Karten bekommen. Schön, Karten. Ja, in Bochum ist es nicht schwierig, Karten zu kriegen, weil die ein Erstliga-taugliches Stadion haben, aber zweite Liga auf Absteigerniveau manchmal spielen. Als eingefleischter Bochumer Currywurststand-Fan muss man einfach sagen, das ist nicht mehr, was das mal war. Ach du Scheiße, ey. Weißt du, da machst du einen Finesse-Schuss und dann geht er noch zur Eckfahne. Das ist dann nicht mehr normal hier. So, ich bin gerade ein bisschen in FIFA-Stimmung. Ihr merkt das vielleicht, die... Oh, da hast aber die Brechstange ausgepackt, mein Lieber, hier. Aber nicht mal ein Foul, krass, ne? Naja, doch, war ein Foul, aber er hat auf Vorteil entschieden. Ja, aber keinen Foul, was er abgepfiffen hat. Ja, der kriegst Karte. Gleich noch gelb. Ich will aber keine gelbe Karte bekommen. Kriegst garantiert gelb. Mach die vorher aus. Geht das überhaupt im Spiel? Nee, ne? Was machst du aus? Karten ausschalten. Nee, im Spiel kannst du das nicht mehr machen. Boah, was ein Schuss, Alter. Was ein Schuss. Der war so platziert. Dass der Torwart den direkt fangen konnte. Genau. Ach du Scheiße. This passing makes my brain fuck. This English too. Genau. Und you understand. You understand da. Me English good. Me Deutschtüte. Billig. Und ich hoffe einmal, es rauscht nicht zu sehr im Hintergrund, weil... Richtig, weil die Prognose, die letzte Prognose mittlerweile gerendert wird hier. Mit Untertitel und Abspann. Der muss dann natürlich noch rein. Und das Ganze funktioniert natürlich nicht, ohne dass das Ganze hier rendert wird. Deswegen ist jetzt hier Sukuta Pasu auf dem Weg zum Tor? Nein. Hast du den jetzt... Nein, habe ich nicht. Hast du? Nein. Nee. Hast du? Rot. Rot für Levels. Der spielt eh nicht mehr bei Fortuna. Stimmt, der ist gewechselt, ne? Mhm. Ja, das müssen wir uns noch einmal angucken. Vor allem, bitte. Der wäre da nicht drin gewesen. Nee, war am Pfosten. Das war riesig unnötig. Ja, das müssen wir uns jetzt einmal in der Wiederholung angucken. Da kommt Sukuta Pasu. Sehr schöner Mann übrigens. Oh, der wird aber von den Beinen geholt hier. Ball gespielt. Ja, vor 2 Minuten. Oh Gott, jetzt, wenn ich den Ball jetzt halte, denkst du natürlich wieder, dass ich bei dir abgucken werde. Das Ganze machen wir jetzt natürlich mit dem Keeper. Oh, leider drüber. Scheiße. Ja, nicht ganz getroffen, den grünen Bereich, deswegen habe ich schon noch ein bisschen drüber gezogen. Egal, ich wollte zu viel. Mit Meier geht das einfacher, muss man sagen. Neuer kann ja auch Fußball spielen. Richtig. Neuerdings kann Neuer auch Fußball spielen. Neuer. Ich hätte es eigentlich witzig gefunden, wenn bei der WM nach dem Algerien-Spiel Neuer in Ultimate Team eine 83er Innenverteidigerkarte gekriegt hätte. Ja, dass jeder Neuer, der gezogen wird, ist einmal ein Keeper und dann kriegst du noch in deinen Verein so ein Innenverteidiger Neuer dazu. Das wäre so richtig witzig. Das wäre lustig gewesen. Na, aber dann nur für die, die den wirklich dann auch gezogen haben in den
Dann irgendwie nicht tradebar oder sowas. Richtig, untradebarer Gegenstand und dann auch nur einzusetzen, wenn du neuer nicht ins Tor stellst, was natürlich da ein bisschen idiotisch ist, weil dann stellst du den schon lieber ins Tor, der wird schon Weidenfelder haben. Siehe Spiel Deutschland-Argentinien, Freundschaftsspiel. Ja, haben beide sich zwei Stück eingefangen. Aber Neuer hatte keine Chance und Weidenfelder hat einfach... Ja, war einfach scheiße. Das ist Kollege Bolli. Hm, natürlich nicht so super animiert, so sieht er nicht wirklich aus, ne? Jo. Genau, und schön dem Gegner zugespielt. Ja, Bochum ist ja sozialer Brennpunkt, da wird einem auch mal was geschenkt. Easy. Sozialer Brennpunkt, mitten im Leben. Mitten im Netz. Interessante Variante. Hallo. Ich will das nicht mehr sehen. Ich weiß, dass der ein bisschen verschissen hat da. Kann ich aber nichts für Tiffert hier. Datsa. Ja, und letztes Mal kam keine Prognose gegen Heidenheim, weil das einfach nicht in FIFA 14 existiert. Da kann man nichts für. Da kann man nichts machen. Das ist eine höhere Gewalt. Aber dafür dann FIFA 15. Letztes Jahr waren die Prognosen witziger, weil Fortuna da in erste Liga gespielt hat. Da musste man nicht immer mit zu Kraut und Rüben. Nee, Moment, vorletztes Jahr wären die witzig gewesen, aber da haben wir gar keine gemacht. Doch, haben wir auch. Haben wir auch. Da waren sie witzig. Da konnte ich aber mit Bayern spielen oder sowas. Die zweite Chance. Du hast eine Trophäe erhalten. Sexy. Hey. Second Chance. Hängt im Kiri. Im Schkiri. Kiri. Wer kennt den Käse noch? Los! Nochmal rot. Buff! Okay. Hat sich da jemand erschrocken? Nee, hab ich nicht. Oh oh. Leicht umgetreten. Kein Thema. Alles easy. Gib gleich nur gelb. Ich wollte ihn so schön abgrätschen, den Ball. Hey! Scheiß Verein. Was ein Tor! Was ein Tor! Das ist nicht mehr fair. Das ist Bolli. Nee. Das ist wie Ronaldo in der zweiten. Jetzt auf Zweitliganiveau ist halt wie Ronaldo. Ich hasse das. Das ist das Schöne an Zweitliganiveau, 90% der Bälle gehen vorbei, nur bei dir halt nicht. Bei dir gehen die 10. Hä? Hallo, ja, ich bin Bolli. Das Schöne ist, du bist ja mit Ball langsamer, abgesehen davon kann ich dir meine Hand in den Schritt legen und dann wirst du auf einmal ganz grün und widerlich und dann buff. Ich bin mal gespannt, was die Fortuna in Bochum machen, weil letztes Jahr haben die da so ein bisschen umgeflammt, ne? Können wir mal was abbrennen, ne? Sozialer Brennpunkt, ne? Yay! Zweites Mal Wortspiel, Klostermann. Oh, Junge, Fallrückzieher, du Nudel. Perfekt getroffen. Wenn man wieso... jetzt steht mein Name da oben immer drin. Ja, muss ich noch auswechseln. Dann mach ich einen Balken drüber. Machst du? Mach ich. Danke. Bitte. Nicht vergessen. Jetzt nicht nur angesprochen haben, weil es unprofessionell wirkt. Auf jeden Fall, du kriegst die Trophäen ja nur, weil du auf der PS4 und nicht FIFA wirklich gespielt hast, ne? Richtig. Du hast die ganzen Trophäen für PS3. Ja, ich hab die nur auf der PS3. Ah, dann müssen wir gleich mal durch das Dingens durchgehen, das nicht vergesse. Ja, zweimal wissen wir. Ich glaube zweimal. Ja, war schon zweimal, genau, zweimal. Zweite Chance und perfekt getroffen war das. Bronze-Trophäen. Geil, ich bin reich. Jetzt sind sie hier hochgelevelt. Trophäen, geil. Ich habe ja mittlerweile auch schon zwei Platins. Platins? Für MotoGP 13 auf Vita und für MotorStorm Radio Controlled auf PS Vita und PS3. Ach, das ist mit diesem Scheiß... Boah, das ist so ein AIDS-Game, ne? Ja, aber ich hatte im Urlaub Langeweile. Richtig, da hast du dir gesagt, wie war mal ein bisschen AIDS. Ich hab davor im Urlaub MotoGP 13 gezockt, hab dann zu Hause noch die Online-Trophäe zu Ende gemacht, oder drei Stunden online zocken.
Dann im nächsten Urlaub habe ich mir dann hier so dieses PS Plus Doki Doki Universe mich aus Langeweile durchgezockt. Gab es dafür keinen Platin? Auf 100%? Ne, gab leider keinen Platin, nur Gold. Und dann habe ich mir gedacht, was machst du denn jetzt? Und hab dann. Ne, es war andersrum. Ich hab erst Mother's Storm durchgezockt und hab danach Doki Doki Universe durchgezockt. Langeweile OP. Ja, weil ich 2 Wochen Urlaub war und da. Nix los war. Na gut, schon ein bisschen was los. Ja, aber gut, hab ich gesagt! Nicht überall WLAN und. Keine Ahnung. Generell. Da habe ich mir gedacht, ja, die Vita habe ich ja dabei. Dann zockst du doch mal da so auf Platin. Ich kann mich noch an alte Zeiten erinnern, wo ich mit meinem Cousin immer PSP gespielt habe und dann so Tony Hawk. Oh. Warte, okay. Ich hab lange gestopst. Nochmal. Wieso hast du Freistoß? Hä? Warum schießt er? Ich dachte, ich hätte. Zum Glück hört ihr die ganzen Sounds nicht von TeamSpeak, aber. Richtig. Sonst wäre das jetzt ein bisschen lästig. Ja, da müssen wir gleich mal gucken, was die von uns einem wollen. Wahrscheinlich vom Server kicken, bannen, flinken. Ja. Wahrscheinlich, weil ich filmen, die alle ein Autogramm wollen. Richtig. Die haben schon wieder nach Autogrammkarten angefragt. Nee, schon wieder. Kann gar nicht lesen. Da steht gar nichts, ne? Stupst sie an und danach steht nichts mehr. Ja, ich stupste sie an. Aber es sind verschiedene, glaube ich, oder? Ja, nee, glaube nicht. Keine Ahnung. Hm, interessant. Kann man nur machen. Ey, bist du da? Willst du zocken? Ich habe BF3, BF4, BF5, Ghost. Suguter Pasu. Hat Bochum. Haha. Wann hast du das erste Tor geschossen? Bitte? Ach so, hä? Nee, weil ich das erste Tor geschossen habe, ja, das war dieses. Perfekt getroffen. Richtig, mit der Trophäe habe ich das geschossen. Siehst du da? An dem Spieler vorbei und dann einfach abgezogen. Abgenudelt. Abgenudelt. Funktioniert jedes Mal. Ja, das ist dieses Engraum-Dribbling. Richtig geil. Mit einem schönen, mit einem guten Spieler. Bochum. Ja, ich. In Bochum ist das jetzt nicht wirklich so möglich, aber wenn man so einen richtig dribbelstarken Spieler hat, so Coutinho oder sowas, ne? Oder Ibrahimovic, mit Ibrahimovic geht das unnormal gut, weil er so eine fette Kante ist, weil dem keiner den Ball abnehmen kann, weil er dann auch mal zustellen kann, das ist ja das Schöne. Gibt's jetzt mal Karte? Nee. Ja, tut mir leid, ich habe meine Tage, ich bin ein bisschen aggressiv, hab Stimmungszwang. Ah ja, ich kriege ja noch Gelb. Für was eigentlich nochmal? Und wieso jetzt erst? Thorsten Frings? Interessant. Das war voll davor, hä? Die Karte hast du jetzt aber so zum Spaß bekommen, weil. Immerhin unter, aufs Tor! Ist gerade unter den Leuten hergeschossen. Weiß ich nicht. Hallo, aufhalten! Oh! Ich krieg einen dicken, du. Ja. Meine Fresse, nee. Che Wong Li Dok. Versuch. Datsa. Wieder raus auf den Flügel. Auf Bolli. Das ist eine schöne Variante. Boing. Doki Doki. Lauf, Schwein, lauf. Geiler Pass in den Lauf. Hallo. Nutte. Hallo. Du Loser. Hä? Ja, was macht der denn da? Ich hab dir den Ball abgenommen. Aber warum schießt der denn nicht vorher weg? Hä, guck mal, guck dir das an. Ja, der hatte Probleme mit mir, da habe ich ihm sein. Hat mir die Hand in den Schritt gelegt, ne? Hand in den Schritt gelegt, richtig. Ich weiß gar nicht, kann man. Ist das regelwidrig, wenn so Fußballer sich auf dem Platz fangen anzugrapschen? Ich weiß es nicht. Würde mich mal interessieren. Das ist halt ein Unterscheiden, ob sie beide wollen oder nicht. Ja, wenn die aus dem gleichen Team sind, können die machen, wenn sie miteinander machen, was die wollen. Dann werden die irgendwann nur wegen Erregung öffentlichen Ärgernisses vom Platz gestellt oder sowas. Oder gebeten, das in der Kabine weiterzumachen. Oder sich ein Zimmer zu nehmen. Was ich in der 4.15-Demo gesehen habe, ist, ich habe eine Eckpfanne angeschossen, die sich bewegt.
Ja, es gibt auch neue Jubel, mit denen du die Eckfahnen mit einbeziehen kannst. So umtreten, umlaufen, dagegen springen, nur rausreißen geht nicht. Gut. Krasser Einwurf, Alter. Und nein, die Fans nein, auf der nein, Bühne weg auch so. Weg! Nochmal! Bitte nochmal! Pass auf! So, jetzt. Oh, guck mal, da freuen sich schon welche. Wieso freuen die sich? Das sind die aus dem Bochum-Block. Haben die den Arsch offen oder was? Ich glaube, das bin ich hier mit diesem Gedönse. Weil du immer mit dem Fuß gegen den Tisch spielst. Ja, weil ich gerade mit dem Fuß mit dem Knie im Fuß hänge, richtig. Die Missgeburt. Ich Missgeburt. Hab ich jetzt gerade selber reingemacht? Nee, das war ich. Das war der Kleine. Guck mal da, der regt sich auf. Ich glaub. Boah, Schützenfest hier in Bochum. Hä? Da, wo sonst nie einer rum. Ja, wieso ist eigentlich immer das Stadion voll? In Bochum ist nie einer. Ist hier das? Guck mal da, über den Keeper. Ja, aber mein Schüler geht da gar nicht dran. Ich hab einfach keinen Bock. Weil der zu klein ist. Weil ich den noch geloppt habe mit dem Ball. Das hat mich gesehen. Du Nudel. Du Zwergpinscher. Boing. Oh. Oh oh. Ich hab Ball gespielt. Das ist, ja, nein. Ich hab Ball gespielt. Deswegen gibt es Ecke. Das sah so richtig so aus, als wäre das übelst so faul gewesen. Wieso steht mein Keeper da rum? Ausflug. Was soll der? Lindl. Lindl hat war übrigens bei Tor des Monats. Gewonnen? Nee. Zwei? Oder nicht. Dritter Platz? Vierter Platz? Und den ersten gesagt. Erster. Der erste war, glaube ich, von Bielefeld oder so. Das war so ein Flanke und dann so ein Seitfallzieher. Außerhalb des 16 ist voll in den Winkel. Also so ein nicht so ein Volley-Schuss, nicht Seitfallzieher. Ist auch richtig krass, aber das Mainz-Tor wird dann einfach von der Mittellinie aus hinten rein war. Keine Ahnung, warum das ein guter Pasu nicht gewonnen hat. Hä? Hey, hallo, ich hab dich umgegrätscht, hallo! Der fällt nicht um. Hä? Das ist Ukwu! Ukwu reloaded. Was kommt da? Das kommt Ukwu! Hallo. Guten Tag. Dein Keeper macht sich da warm. Warum macht sich dein Keeper von dir warm? Ist der doof? Hat der AIDS? Man weiß es ist nicht. Ist der impotent? Man weiß es wie nicht. Wie oft besorgt er seiner Frau? Hat der eine Frau? Oder einen Mann? Oder nur einen Hund? Und warum nur den Hund? Scheiß Pass. Hi. Kannst eh nicht mehr gewinnen. Ich führe mit zwei Toren. Das ist Nachspielzeit. Es gibt immer nur 91. Minute Last-Minute-Goal. Bin jetzt schon mal drei. Was ist los? Ich hatte schon mal 93. Minute Last-Minute-Tors. Tors. Er ist einfach zu früh gestartet. Wir entschuldigen uns für diese kleine Unterbrechung. Wir hatten gerade hier einen kleinen Vorfall von Spontanerektion. Ja. Da mussten wir mal eben alle Fenster und Türen aufmachen. Deswegen auch. Deswegen auch der Klingelton im Hintergrund. Zum Glück wurden wir nicht gestört und das war alles nur eine Einbildung. Richtig. Du hast mich aber noch gefoult. Echt? Ja. Ich bin aufgefallen. Du hast mich gefoult. Und dann da gab es Rot für. Boah. Pff, oh, ksch, oh. Das beste Tor, was ich geschossen habe, war gegen den Pfosten, gegen den Arsch vom Keeper und dann rein. Ich habe mich gefeiert. Ach, in dem Spiel gab es den Elfmeter.
Ja. Genau. Richard Sukuta Pasu. Richard. Richtig deutscher Name. Genauso wie, wie heißt Rüdiger mit Vornamen? Keine Ahnung. Klaus Rüdiger. Ja, gut, das war's dann erstmal mit der Prognose Bochum gegen Fortuna. Richtig, dann nicht wundern, dass das oben links manchmal unkenntlich ist. Das blickst schon so raus. Gut, du hast ja Schlusswort. Wir ketten gerade auf für Salat.